Hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer kleinen Erinnerungsreise. Heute habe ich euch mal wieder etwas Feines mitgebracht für die Erinnerung und damit ihr wieder lacht. Es geht um die Vergangenheit und auch um die Gegenwart und ich bin mir sicher, dass ihr damals auch zugegen wart. Zuallererst fangen wir mit Classic an, die gute alte Zeit. Ich rede wie ein alter Mann, ich weiß nicht wie es euch geht, doch ich fühlte mich daheim. Ich lockte täglich ein, wollte Teil von etwas sein und ich habe gern gelevelt, auch wenn es zäh war. Ich bin zu Dungeons hingelaufen, ohne Mount, klar. Ich hab nicht viel verdient, konnte mir fast gar nichts leisten. Doch so war das damals eben, so ging es den meisten. Das Zauberbuch war schon nach kurzem voller als ein Alki. Wo ist nur oben, wo ist unten, seitens Trollen Party? Es war eine harte Zeit, sogar gegen einen Gegner. Und wenn du drei gepult hast, war das schon ein großer Fehler. Wie oft bin ich gerannt, hoffte, dass sie bald resetten. Ich musste mich sogar zurück zum Questlager retten. Doch 60 Level machten sich nicht von alleine. Es ist ein MMO, gemeinsam kommt man weiter. Ich denke gern zurück an diese gute Zeit. Es bleibt ein Teil von mir, ein Teil meiner Vergangenheit. WoW Classic, so war dieses Spiel und gab uns ganz viel. WoW Classic, ich denke zurück an dieses Glück. Auch wenn es heute nicht mehr so ist, ich werde es nie vergessen. Und am Ende von Classic wurde Azeroth von Dämonen heimgesucht und wir suchten ihren Meister. 2007 wurde wieder neu gestartet. Illidan schrie, ihr wisst nicht, was euch erwartet. In den verwüsteten Landen standen wir und uns war klar, wir wollten alle durch das dunkle Portal. Höllenfeuer, Halbinsel, Zangamarschen, Terokar. Bis hoch zum Nethersturm, zurück ins Schattenmondtal. Es fühlte sich ein bisschen anders an als vor einem Jahr. Ein bisschen schneller und dann kam das Fliegen wunderbar. Ich denke gerade zurück, mein Gildengrade in Karazhan. Es gab nie wieder Raids, die an Karazhan herankamen. Es war eine tolle Story, ich meine Illidan. Der beste Held, der beste Schurke, den es jemals gab. Und auch die neuen Features brachten uns eine Menge Spaß. In der Arena gab es echtes PvP en masse. Man konnte weiter skillen, im Talentbaum. Hybrid-Varianten waren nicht mehr nur ein Traum. Sockel und Verzauberung, endlich einmal klare Werte. Jeder hatte seine Rolle, jeder wurde etwas stärker. Sie haben viel getan, doch sind der Linie treu geblieben. Sie haben nicht zerstört, was wir an World of Warcraft lieben. Auch wenn es anders war, denke ich so gern zurück. Burning Crusade erfüllt auch heute noch mein Herz mit Glück. WoWBC, so war dieses Spiel und gab uns ganz viel. WoWBC, ich denke zurück an dieses Glück. Auch wenn es heute nicht mehr so ist, ich werde es nie vergessen. Und dann wurde es kalt. Arthas kam zurück in Wrath of the Lich King. Allein wegen dem Trailer haben wir dem Spiel vertraut. Ich hab ihn dreimal angeschaut, nur noch Gänsehaut. Direkt aufs Schiff nach Norden, unterwegs mit meinen Freunden. Als ich angekommen bin, Disconnect, ich hab noch Zeugen. Riesengroße Mammuts, Untote und geile Drachen. Nein, ich kann jetzt nicht leveln, ich muss erstmal Screenshots machen. Die Werbespots waren sowieso das Beste. Nach der Irokesen, Mr. T, Klogesetze. Ich weiß noch ganz genau, wie ich damals vom Lich King stand. Und alle sind gestorben, wer hat etwas falsch gemacht? Doch es war ganz normal, Blizzard hat uns halt geflaxt. Wiederbelebt und dann nochmal auf den alten Sack. 1000 Winter, da kann man streiten. Ich fand die Idee cool und es brachte einen weiter. Classic, BCW, OTLK, mein Gott, ich weiß es nicht. Was war nur das Beste von den dreien? Komm, entscheide dich. Ich glaub, wenn ich wählen müsste, würde ich Arthas wählen. Es gab den meisten Content aller Zeiten in dem Game. Und auch wenn diese vielen Raid-Varianten blöd waren, war es doch ein guter Deal für die, die nicht viel Zeit haben. Für mich war es die beste Zeit in allen Jahren WoW und kein Moment der alten Zeit tut mir rückblickend weh. WoTLK, so war dieses Spiel und gab uns ganz viel. WoTLK, ich denke zurück
an dieses Glück. Auch wenn es heute nicht mehr so ist, ich werde es nie vergessen. Tja, und dann kam Todesschwinge und zerstörte nicht nur unsere Welt. Mit dem Release von Kataklysm fing das Ende an. Talentbäume wieder klein für den armen Mann. Man musste sich dann plötzlich für einen Zweck entscheiden. Was soll ich jetzt spielen? Damage Tank, Heiler? Todesschwinge wütete durch Aetheros. Und was geschah? Kein Gebiet sah nachher aus, wie es einmal aussah. Ganz besonders hart getroffen hat mich ja das Brachland. Denn sie haben zwei geteilt, so dass es nun brach lag. 50% aller Raids waren leider aufgewärmt. Trotzdem war es nicht so schlimm, dass man nochmal Ragi legt. Auch nicht so wild, dass man nochmal zu Nefarian geht. Die Drachenseele war dann wiederum ein cooler Raid. Und die neuen Rassen will ich nicht vergessen zu erwähnen. Zwar keine neuen Klassen, dafür aber Goblin-Szenen. Und auch die Worgen fand ich super stylisch, klasse Job. Mit Werwolfkriegern hat man gerne mal BGs gerockt. Leider wurde dann etwas geschaffen, was ich nie verstand. Denn sie haben Ende Kataklysm LFR gebracht. Geschenkt es mir mit Folgen, denn der Rattenschwanz ist lang. Wie die Zukunft zeigen wird, was LFR zerstören kann. Ich drücke viele Augen zu und sage, es war gut. Trotzdem nahmen viele meine Freunde damals ihren Hut. WoW Kata, so war dieses Spiel und gab uns nicht viel. WoW Kata, es war trotzdem gut und zeigte viel Mut. Auch wenn es nicht mehr wie früher war, ich werde es nie vergessen. Und dann kann ich mich nur noch an Pandas erinnern. Pandas, überall Pandas. In dieser Strophe möchte ich nur über Pandas reden. Wie sie gehen, wie sie stehen und so wie sie leben. Ein bisschen rund und dick wie Winnie Pooh, der kleine Bär. Und süß und knuffig, wie sie aussehen, hat man sie halt gern. Was für eine kunterbunte Regenbogen-Kinderwelt. Denn nur hier ist auch ein Panda-Bär der große Held. Gutes Essen, ganz viel Bier, Ärger mit den Hutzen. Ich glaub, der alte Lehrensucher musste kotzen. Wir haben Mogushan geraidet, dann das Herz der Angst. Es waren nicht die besten Raids, doch sie machten trotzdem Spaß. Doch was ich Blizzard leider nie wieder verzeihen kann, ist, was sie den Klassen mit Pandaria angetan haben. Keine Talente mehr, dafür diese Crap-Tabelle. Keine Hybriden mehr, Langeweile ohne Ende. Sie haben viel zu viel geopfert für das Balancing. Leider war das Balancing immer noch schlimm. Ein cooles Feature war der Bauernhof, ich hab's geliebt, sodass ich dort jeden Morgen meine Zeit vertrieb. Ich baute alles an, ja sogar Erze, Geist der Harmonie oder Kräuter, keine Scherze. MOP war sicherlich ein hübsches Addon, das ist klar. Doch der Traum der alten Zeit wurde leider nicht wahr. Mist auf Pandaria. Ja, so war dieses Spiel und Pandas ganz viel. Mist auf Pandaria, es war nicht sehr gut und schürte viel Wut. Auch wenn es nicht mehr wie früher war, ich werde es nie vergessen. Und dann zückte Garrosh seine Zeitmaschine und besuchte seinen alten Daddy in Draenor. Ich musste erstmal googeln, worum sich das Addon dreht. Dreimal den Trailer angesehen, Zeitreise fake. Doch dann hab ich's verstanden. Es geht um Höllschrei, der mit seiner Zeitmaschine Daddy unter die Arme greift. Zurück nach Draenor wie 2007, aber anders. Denn alles war noch ganz, alles hatte seinen Glanz. Ich dachte erst, Burning Crusade kehrt zurück. Doch keine Spur von Illidan, wieder kein Glück. Dafür eine Garnison, in der man alles farmen kann. Mit vielen Truppen, die dir Gold beschaffen, jahrelang. Die Story war nicht übel, Warlords herrschten überall. Orks und Ogre auf den Bergen und ganz tief im Wald. Und der allererste Item Squish hat uns überrollt. Wieder kleine Zahlen, etwas Classic Feeling war gewollt. Ein neues Battleground kam mit Warlords auch dazu. Doch Ashran war ein Fehlschlag, da stimmt ihr sicher zu. Man konnte nicht viel machen, wenn man nicht
geradet hat. Denn Blizzard zog bereits nach einem Jahr Entwickler ab. Sie sollten Legion programmieren und erreichen, dass die World of Warcraft wieder glänzt ohnegleichen. Insofern war es leider nur ein Filler-Addon ohne Glanz. Ich würde es ganz, ganz gern vergessen, doch es klappt nicht ganz. WoWD, so war dieses Spiel, es konnte nicht viel. WoWD, war vielen egal, für manche ne Qual. Ich war ganz froh, als es vorbei war und würde es gern vergessen. Und dann hat Blizzard alle Geschütze aufgefahren und die Vergangenheit weggepustet. 2016 kam dann heiß erwartet Legion, WoW ist back, Blizzard wieder auf den goldenen Thron. Coole Waffen, die Klassen unterstreichen sollen. Story, Quest und Kampagne waren ohnegleichen toll. Man fühlte sich mal wieder wie in einem RPG. Auch wenn das nicht lange angehalten hat, war es schön, weg mit dieser Garnison. Blizzard hat es selbst gesagt, es war ein Fehler und wir haben es diesmal nicht gemacht. Verschwunden waren diese Daily Quests, es wurde Zeit. Warcraft war bereit für echte World Quests weit und breit. Der Demon Hunter fand dann endlich seinen Platz im Spiel, angeführt von Illidan, und er konnte wirklich viel. Doppelspringen, gleiten, schneller rennen, was man will. Ja, man konnte alles tun als Tank oder DD. Ich hab mich sehr gefreut, dass es wieder etwas gab, was man einfach gerne macht, jede Woche, jeden Tag. Nie das Gefühl, es gäbe nichts zu tun. Raids und Dungeons und dann später kam die Invasion. Alle 70 Tage neuer Inhalt, neues Gear. Das Problem war nur, man musste sehr viel spielen. Für mich war es das beste Addon nach der alten Zeit. Es war ein Meilenstein und kein Moment, tut mir leid. WoW Legion, so war dieses Spiel und brachte uns viel. WoW Legion, es war wirklich gut und zeigte viel Mut. Von mir aus kann es so weitergehen und ich werde es nie vergessen. Ja, und danach brach der Kampf zwischen Horde und Allianz wieder aus. In Battle for Azeroth. Aber ich glaube, darüber reden wir ein andermal. Also, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.